So, mal ein spontanes Video. Bei mir geht es gerade ums Fass hier wieder. Endlich mal. Endlich bin ich mal wieder zugekommen. Und ich muss dazu sagen, dass die Ernährung in den letzten Monaten seit dem ersten Fasten nicht perfekt gelaufen ist. Ich habe da sehr viel Erfahrung gesammelt. Da müsste ich aber mal ein eigenes Video machen. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob euch das interessiert, was ihr für Erfahrungen und so weiter gemacht habt, ob das überhaupt relevant für euch ist. Weil für mich selber mache ich die Videos jetzt nicht unbedingt, dafür brauche ich das jetzt nicht. Und jetzt bin ich endlich wieder mal zugekommen, habe es geschafft. Und in den letzten Wochen spezifischer, das kann ich noch sagen, habe ich ungefähr alle 5 Tage mal was Gekochtes gegessen. Und als ich dann das letzte Mal was Gekochtes gegessen hatte, das waren 5 Kartoffeln oder so, und gedünstetes Gemüse, da hatte ich dann echt keinen Bock mehr drauf, weil mein Körper einfach zu sensibel dafür geworden ist. Und dann habe ich mich spontan dazu entschlossen, das wirklich mal zu fasten. War auch so der richtige Zeitpunkt, nur war es wirklich nicht das Schlauste, das zu machen, wenn man einen Tag vorher Kartoffeln gegessen hat. Das habe ich jetzt beim Fasten gemerkt, trotzdem habe ich es gemacht. Und wie habe ich gefastet und wie sieht es momentan aus? Wie geht's weiter? Ich habe jetzt 3 Tage lang gefastet und zwar also komplett ohne Essen und auch komplett ohne Wasser. Also ich habe 3 Tage lang, 72 Stunden lang kein Wasser getrunken, auch sonst keine Berührung mit Wasser gehabt, weil ich da letztens drüber zu gelesen hatte, über das Trockenfasten, was von einem russischen Arzt beschrieben wurde oder wird, und habe dann auch entsprechende YouTube-Videos gesehen. Und da werde ich dann gleich noch was zu erzählen, weil es dürfte eigentlich für alle interessant sein, die dieses Video jetzt schauen, weil die meisten oder eigentlich fast alle ja einprogrammiert bekommen haben, nach 3 Tagen ohne Wasser wird man sterben. Ich kann nur so viel sagen, dass ich noch nicht mal einen trockenen Mund hatte nach den 3 Tagen. Aber was halt schon der Fall ist und stimmt, zum ersten, bei mir persönlich war es wirklich so, dass nach ungefähr genau 3 Tagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, mit der 3-Tage-Regel speziell nichts zu tun, das war jetzt eigentlich fast schon Zufall, dass das genau jetzt die 3 Tage waren. Also es kann auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Habe ich halt wirklich gemerkt, wie meine Nieren überlastet sind. Beim Trockenfasten ist das Interessante, und deswegen habe ich es überhaupt gemacht, ist, dass man wirklich dreimal so schnell entgiftet wie beim Wasserfasten. Und zusätzlich, dass nicht die herkömmlichen Entgiftungsmechanismen genutzt werden. Die herkömmlichen Entgiftungsmechanismen sind zum Beispiel die Haut, die Leber, auch die Nieren halt. Die werden zwar immer noch genutzt, aber nicht so stark, weil das Wasser gar nicht dafür zur Verfügung steht, weil die ja nur mit sehr viel Wasser effizient arbeiten. Und auch Lunge zum Beispiel. Und da halt kein zusätzliches Wasser zur Verfügung steht, überlegt der Körper sich was anderes, und dann werden die einzelnen Zellen, ich weiß nicht, welche Zellen genau, werden umfunktioniert oder nicht umfunktioniert, auf jeden Fall haben die Fähigkeit, zu einem Brennofen, also als einen Brennofen zu wirken und die Giftstoffe direkt zu verbrennen, anstatt die auszuladen. Ich habe auch wirklich gemerkt, wie krass schnell ich am Bauch abgenommen habe und wie viel Gift ich einfach hatte. Also mein Ruhepuls war ein bisschen höher die ganze Zeit. Was aber noch ein Vorteil ist beim Trockenfasten, ist, dass man halt nicht die ganze Zeit rumliegt und keine Energie hat. Ich habe wirklich jeden Tag fast normal weiter trainieren können. Sollte man, also empfehle ich nicht, das wird auch von dem entsprechenden russischen Arzt nicht empfohlen, aber ich habe da sogar, wie ich in einer der letzten Videos gezeigt habe, habe ich hier über Kopfdrücken gemacht, da habe ich genau die gleiche Leistung am zweiten Tag nach 48 Stunden ohne Wasser genau die gleiche Leistung erbringen können, zum Beispiel. Dann habe ich nach 3 Tagen, als ich halt 3 Tage, 72 Stunden komplett ohne Wasser gefastet hatte und gemerkt hatte, dass die Nieren überlastet sind, dann habe ich erstmal, war ich halt skeptisch mit meinem Gefühl, obwohl das eigentlich normalerweise immer stimmt, habe dann noch ein paar Stunden gewartet, und weil ich auch die komplett 72 Stunden voll machen wollte,
habe mich dann nach draußen verfrachtet unter unserem jungen Kirschbaum, um mehr Atemluft, mehr frische Luft einfach einzuatmen, weil die Atmung besteht auch zum großen Teil aus Wasser und wir atmen ca. 30.000 Mal am Tag und nehmen dadurch auch Wasser zu uns. Hat aber dann nicht mehr geholfen, das war jetzt schon zu weit sozusagen. Dann habe ich auch gesehen, ich musste wirklich, das ist auch interessant, ist jeden Tag einmal abends kurz beziehungsweise wenig pinkeln. Die ersten beiden Tage war der Urin komplett klar. Und am dritten Tag, also da, wo ich halt auch gemerkt habe, die Nieren sind jetzt überlastet, war da extrem dunkel und hat auch sehr, sehr gerochen. Hat nicht gestunken oder so, hat aber sehr, sehr gerochen, intensiv. Und ja, dann habe ich, ja, bin nochmal so in mich gegangen halt circa, habe mir überlegt, ob ich jetzt halt aufhören soll oder doch noch ein bisschen weitermachen soll, ob ich die Nieren nicht doch noch so ein bisschen wie beim Training halt, wie ich das halt beim Training mache, wenn halt irgendwelche Symptome kommen oder der Körper einem sagt, jetzt halt, dann musst du halt weitermachen, um einen Trainingseffekt zu erlangen. Habe ich dann kurz überlegt, was sinnvoll ist und war, fand ich jetzt nicht sinnvoll. Und habe dann 1 Liter Wasser getrunken. Und die nächsten 8 Stunden circa war ich dann auch ziemlich platt von dem Wasser, weil ich dann wieder auf herkömmlichen Wege entgiftet habe und keine Energie hatte, konnte nur rumliegen. Nach diesen 8 Stunden war das aber wieder weg, und ich fühlte mich wieder wie beim Trockenfasten halt ziemlich gut. Hab dann auch irgendwann gemerkt, dass ich jetzt wieder Energie habe zum Trainieren, wollte es auch mal versuchen, weil ich halt vorher nicht, eigentlich mir nicht die Informationen dazu durchgelesen habe zum Trockenfasten. Ich habe einfach mal gedacht, ja, machst du jetzt einfach mal spontan, sonst bist du monatelang nicht zu bekommen. Jetzt machst du einfach mal, sonst machst du einfach nicht. Egal, ob du es gelesen hast dazu oder nicht. Hab dann halt ein bisschen trainiert, hab dann aber gemerkt, dass mein Körper durch diese starke, schnelle Entgiftung und da ich halt nichts Basisches, nichts an Mineralien zu mir genommen habe in der Zeit und auch davor halt mich nicht perfekt ernährt habe, was für einen sensiblen Körper halt 10-mal fataler ist als für einen verschlackten Körper. War es halt so, dass ich halt gemerkt habe, wie ich stark übersäuert bin, wie meine Knochen wieder halt unangenehme Geräusche von sich geben und habe mich dann entschlossen, Mineralstoffe zuzuführen. Habe dann aber wieder den nächsten Fehler gemacht. Ich hatte nichts an Gemüse da, was ich hätte entsaften können. Also wirklich gar nichts. Ich habe nur einen Salat da oder so und da ist nicht viel drin. Das Einzige, was ich hatte, war gefrorener Brokkoli. Na, was habe ich gemacht? Ich habe den gedünstet und es gegessen. Mein Ziel war noch dabei, unter 200 Kalorien zu bleiben, weil das dann der Körper dann noch in dem Fastenmodus drin ist. Und ich habe da 100 Kalorien zu mir genommen durch den Brokkoli. Weil ich aber manchmal halt verwirrt bin, habe ich den auch dann zu lange dünsten lassen, leider. Und dann war das schon sozusagen komplett tot, sage ich mal. Ich wollte aber die Mineralstoffe haben. Ich hab, mein Hintergedanke war, dass das Fasten dann insgesamt nicht so beschwerlich ist für Körper und für den Geist und dadurch länger durchgezogen werden kann, dadurch, dass ich ab und zu Mineralstoffe zuführe, und das ist auch so. Nur war der Körper durch das 3 Tage Trockenfasten, was halt dreimal so effizient ist wie Wasserfasten, das war dann also so wie 9 Tage Wasserfasten, dass mein Körper extrem stark auf dieses gedünstete oder gekochte, sage ich mal, reagiert hat. Ich habe davon starkes Sodbrennen gekriegt, Hitzegefühl hier im Brustbereich eigentlich, Magenbereich. Und habe mich ziemlich kacke gefühlt, die Energie war total weg und das wird, und habe ich jetzt auch gelesen halt von diesem russischen Arzt, dass das Fastenbrechen sehr strikt gemacht werden muss und eigentlich noch wichtiger ist als das Fasten selber. Das hätte ich vorher überhaupt nicht, glaube ich, überhaupt nicht dran gedacht, dass das sein kann. Und dann habe ich extrem gelitten irgendwie, das habe ich dann überhaupt nicht vertragen, nach 3 Tagen Trockenfasten was zu essen, auch wenn das nur 350 Gramm gedünsteter, zu lang gedünsteter Brokkoli war. Und um das Leid zu lernen, habe ich dann noch 2 Granatapfel gegessen. Und jetzt bin ich an diesem Zeitpunkt. Und bin jetzt sozusagen 4 Stunden am vierten Fastentag.
Insgesamt waren es halt nicht viele Kalorien, deswegen ist es noch ein Fasten. Jetzt muss ich halt gucken oder gucke halt, wie ich da weiter vorgehe. Und da finde ich zum Beispiel spannend das sogenannte Kaskadefasten. Ich werde euch etliche Links in die Infobox reinpacken, wo Infos zum Trockenfasten sind, wo Videos sind, wo jemand auch 5 Tage Trockenfasten gemacht hat. Oder der Dirk, der hat letztens, ist ein deutscher Kanal auch, unter anderem hat 10 Tage Trockenfasten gemacht. Und weil ich das jetzt so gesagt habe, 10 Tage Trockenfasten, ist es vielleicht auch sinnvoll, das direkt mal sozusagen aufzudecken, was dahinter steckt. Und zwar, wenn man einen sehr gereinigten Körper hat, ist es erstens so, dass der Körper sehr effizient mit seinen Ressourcen umgehen kann. Und wir kriegen ja zum Beispiel durch das Atmen, wir atmen ja ziemlich viel, sehr viel Wasser. Zweitens ist es so, dass der Körper, dass fast alle Körper oder eigentlich alle Körper Wassereinlagerungen haben, besonders im Fettgewebe. Und der Körper, der sucht sich dann halt wirklich dann alle Wasserreserven aus dem Körper selber raus. Und er verwertet die noch. Und drittens ist es so, dass es gibt noch ein viertens. Drittens ist es so, dass, das habe ich zumindest gelesen, ich bin kein Chemiker, auf jeden Fall stand da, dass Glukose, und wir haben ja Glykogenspeicher, so ein Kilo oder so, oder ein halbes Kilo als nicht trainierter Mensch. Und das wird halt in Glukose umgewandelt für Energie. Und wenn die Glukose abgebaut und oxidiert wird, dann soll die in Energie, CO2 und Wasser gespalten werden. Und das sei das reinste Wasser überhaupt, was man sich zur Verfügung stellen kann. Da kriegt man halt nochmal ein bisschen Wasser her. Und viertens ist es halt so, dass diese Effekte auch alle zum Tragen kommen, wenn man schon einen relativ gereinigten Körper hat, dann, sodass die Rückvergiftung nicht so stark ist, dass sie die Nieren überlastet. Daran liegt es, dass halt Menschen halt nach einem gewissen Zeitraum sterben, nicht weil die zu wenig Wasser hätten. Was natürlich auch ein Faktor ist, weil die Nieren dann halt auch zu wenig Wasser bekommen. Aber allgemein, auch wenn die genug nee, das ist Quatsch, was ich jetzt erzähle. Wenn die genug bekommen würden, dann ja doch, nee, ist nicht Quatsch, was ich erzähle. Wenn die Rückvergiftung zu stark ist, dann spielt auch irgendwann der Faktor Wasser keine Rolle mehr, um das zu kompensieren. Also irgendwann kann der Faktor Wasser das nicht mehr kompensieren. Die Rückvergiftung ist halt dreimal so effizient, also dreimal so schnell, auch wie beim Wasserfasten. Die wird dann halt so stark, dass die Nieren mit den gelösten Giften so schnell nicht mehr klarkommt. Das heißt, als gereinigter Mensch hat man halt zwei Vorteile, dass man einerseits, dass der Körper effizienter mit seinen Nährstoffen umgeht, mit seinen Ressourcen allgemein, also auch Wasser. Und zweitens, dass halt die Rückvergiftung nicht so stark wird, dass die Nieren zu schnell überlastet sind. Bei mir war es aber schon nach 3 Tagen so, dass ich gesagt habe, ja, ist jetzt sinnvoller, Cut zu machen und das zu einem Wasserfasten umzugestalten. Habe dann halt diesen Liter Wasser getrunken, aber wollte mir Mineralstoff hinzufügen. Aus Faulheit habe ich dann halt den Brokkoli genommen, was ein Fehler war. Ist aber egal. Wollte ich halt nur so berichten und ja, ich fühle mich auf jeden Fall extrem gut und energetisch, was man auch in meiner Redegeschwindigkeit ablesen kann, weil ich einfach viel schneller denken kann, allein schon nach den 3 Tagen. Und jetzt will ich so gestalten, entweder so interessant fand ich halt dieses Kaskadefasten einerseits. Kaskadefasten gibt es mehrere verschiedene Formen von. Eine Form, die Short Cascade Fasting, ist zum Beispiel, dass man jetzt genauso lange wieder isst, wie man gefastet hat, in Bezug auf Trockenfasten jetzt nur. Also 3 Tage Trockenfasten, was 9 Tage ungefähr Wasserfasten entspricht, dann 3 Tage wieder essen, roh vegan in meinem Fall. Und dann versuchen wir 4 Tage trocken zu fasten und das Ganze dann nochmal mit 5 Tagen zu machen. Das wäre interessant, oder dass ich das halt so Freestyle ein bisschen mache, was ich jetzt vielleicht, wo ich jetzt gegessen habe, wirklich dann genug esse, um dann halt Darmtätigkeit in Schwung zu bringen. Dann aber wieder faste, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, es ist besser, wenn man dann wieder mehrere Tage isst, um den Körper dran zu gewöhnen, obwohl beim Kaskadefasting mit einem Tag jeweils angefangen wird, also einen Tag Trockenfasten, einen Tag Essen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu chaotisch für den Körper, sich darauf einzustellen, aber da wird beschrieben, dass er sich darauf einstellt. Also ich bin mir da unsicher, wäre ein Test wert, aber ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel Lust, wieder so viele Dinge auszutesten. Deswegen Kaskadefasten werde ich entweder jetzt, ja, ich werde auch ein bisschen halt auf mein Gefühl hören. Ich könnte jetzt auch einfach
jetzt einfach weiter fasten und morgen Einlauf machen, damit die Reste von dem, was ich jetzt gegessen habe, rauskommen. Das schwebt mir so jetzt eigentlich am meisten vor. Und dass ich dann halt mir einfach Wiesengras entsafte. Und natürlich dann ein bisschen Flüssigkeit bei ist. Und wenn ich dann weiter Wasser faste, werde ich auch nicht übertrieben viel Wasser nehmen, also 1 bis 2 Liter, sodass ich halt, wenn die Nieren, damit ich halt Flüssigkeit zuführe für die Nieren, damit die effizient arbeiten, deutlich effizienter arbeiten, aber dann nach ungefähr 6 Stunden oder sowas dann wieder sozusagen in einem Trockenfassungsstatus bin, weil man dann wirklich Energie hat und nicht die ganze Zeit rumliegen muss und ich werde das Training auf jeden Fall auf ein Minimum bis auf null fahren. Das habe ich jetzt gemerkt, dass das Training, das löst auch wieder sehr viel Gifte und das braucht auch nochmal alles Mineralstoffe und so weiter. Das ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall ist es deutlich angenehmer, einfacher durchzuhalten und halt dreimal so effizient. Und effizient finde ich immer gut, also was schnell geht. Und dann werde ich auch gucken, ob ich dann wieder nochmal 3 Tage jetzt schaffe, trocken zu fasten. Also ich muss das alles gucken und das werde ich dann halt alles jetzt hier berichten, also wie das dann genau aussehen wird. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, also Wasserfasten oder Kaskadefasten oder Trockenfasten oder halt eine Kaskade aus Trocken und Wasserfasten oder Wasserfasten mit wenig Wasser oder vielleicht sogar ein Saftfasten, aber wenn ich das zu einem Saftfasten umgestalte, mache ich nur einen Saft am Tag, nicht viel und auch nur Gemüsesaft, nur um Mineralstoffe hinzuzufügen, unter 200 Kalorien. Aber das werde ich sowieso wahrscheinlich ab und zu machen, weil ich auch nicht perfekt vorbereitet gestartet bin. Ich habe deutlich gemerkt wieder, wie das im Darm richtig entkrampft hat. Tagelang entkrampft hat und immer noch entkrampft, dadurch wahrscheinlich. Also einerseits durch diese ganzen wochenlange nicht perfekte Ernährung, obwohl das jetzt trotzdem zu 95% roh war, aber auch oft gemischt, viel und viel zu wenig Sport. Ich habe die letzten 3 Monate, war ich eigentlich kein einziges Mal laufen, vielleicht 4 Mal oder so zum Beispiel. Also zu viel rumsitzen auch und so weiter und zu viel Giftstoffe einfach aufgenommen, zu viel experimentiert, was aber nicht schlimm ist insgesamt alles, einfach Erfahrung ist. Jetzt habe ich den Faden mal verloren. Kurz, ach ja, bei den Gemüsesäften. Da war ich stehen geblieben, dass halt die Vorbereitung soweit nicht perfekt war, meine Mineralspeicher ich wahrscheinlich nicht sehr gut aufgefüllt habe in der Zeit von dem letzten Fasten und deswegen halt während des Fastens wahrscheinlich meine Mineralspeicher unterstützen sollte, müsste, um mein Ziel zu erreichen, was da wäre, unter anderem, wenn ich Parasiten habe, das kann wahrscheinlich sein, weil die meisten Menschen Parasiten haben, Darmparasiten in erster Linie, dass die mal wirklich ausgerottet werden und da muss man wirklich bis an die Grenzen fasten, um auch Krankheiten zu heilen. Ich habe immer noch teilweise eine Schilddrüsenunterfunktion, ich habe immer noch geschwollene Lymphknoten seit 6 Jahren schon und bestimmt auch noch andere körperliche Disharmonien, sag ich mal, und Dysfunktionen. Und das zweite Ziel ist natürlich die Supergesundheit. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Und dass man einfach halt mehr Energie hat insgesamt. Und dafür würde ich halt schon gerne mal eine lange Zeit ohne Nahrung fasten oder mit maximal 200 Kalorien durch organische Minerale, sag ich mal. Was dann halt Gemüsesäfte darstellen werden würden. Und ich würde dann wahrscheinlich einfach Wiesengras entsaften. Ist einfach und ist genauso so wie Gerstengras oder Weizengras, gleiche Gattung. Und jeder weiß, der sich ein bisschen mit gesunder Ernährung beschäftigt hat, dass Gerstengras und Weizengras extrem reich an Vitalstoffen, an Mineralien und auch an Chlorophyll ist. Ja, die Brennnesseln sind halt seit dem Frost oder Schnee ziemlich weg. Die kann ich leider nicht verwenden. Und sowas wie Möhre, rote Beete hat halt Zucker. Und genau das will ich halt vermeiden, wegen der Parasiten, damit die halt ausgehungert werden.
Und beim Trockenfasten ist es so, dass die, ich habe gelesen, ich bin mir nicht mehr genau sicher, nicht drauf festnageln. Also es sind, ich glaube, am fünften Tag, dass dann wirklich alle Parasiten und auch die meisten Krankheiten, falls man nicht schon zu krank ist, also das kann nicht jeder Mensch machen, dass die dann ausgerottet und sozusagen in dem Fastenfeuer in Anführungszeichen verbrannt werden. So, und jetzt will ich noch gerne loswerden, dass so ein Trockenfasten wirklich nicht zu empfehlen ist allgemein. Allgemeine Empfehlung ist 2 Jahre roh vegan vorher ungefähr, ansonsten Wasserfasten, außer 24 bis 36 Stunden. Das kann man sogar ohne Vorbereitung machen und das kann im Prinzip auch jeder machen. Da braucht man dann auch keine Darmreinigung und sowas durchführen. Also ein Loch oder so. Wenn man länger als 36 Stunden trocken fastet, dann muss man zum Beispiel als Omnivore schon 4 Wochen Vorbereitungszeit haben. Und als Rohkostler keine. Und dann mal gucken, wie lange es geht. Und jetzt bin ich halt wirklich gespannt, auch wie lange das ganze Fasten dann, ja, wie lange ich das insgesamt durchführen werde, in welcher Form auch immer. Und auf jeden Fall muss ich mal wieder laufen und also irgendwas mit Ausdauer machen und so weiter. Da ist mein Bedürfnis gerade extrem nach. Habe ich auch die letzten Tage versucht, während des Fastens ging es aber nicht, obwohl Kraftsport irgendwie sehr gut ging, besonders Maximalkrafttraining irgendwie. Und da wäre dann das Kaskadefasten eigentlich gut, dass man halt zwischendurch mal isst und dann auch den Sport macht und dann halt wieder fastet. Und das Geile ist halt wirklich, dass das Trockenfasten so effizient ist. Dann kann man mal 3 Tage fasten, wo man dann 3 Tage keinen Sport macht, Sportpause. Das ist dann aber so wie 9 Tage Wasserfasten. Dann macht man 3 Tage wieder, wo man ein paar Sporteinheiten macht, beziehungsweise machen kann und so weiter. Und das kann man auch relativ frei gestalten, dass man vielleicht immer 2 Tage macht oder weiß ich. Und ich möchte auf jeden Fall in maximal 3 Wochen mit der ganzen Fasterei wieder fertig sein und dann eine Aufbauphase machen. Dazu aber nicht in dem Video, weil das jetzt schon über 20 Minuten sind. Aber 3 Wochen, selbst wenn das Kaskadefasten ist, habe ich dann sicher vergleichsweise 30 Tage Wasserfasten gemacht, also vergleichsweise. Naja, bis zum nächsten Video. Das wollte ich auf jeden Fall unbedingt loswerden. Dann gibt es auch, also ich bin jetzt der zweite Deutsche, der überhaupt ein Video darüber macht zu dem Thema. Wenn man halt wirklich langsam richtig tief gräbt, sage ich mal, in das Wissen. Und werde euch etliche Videos und Links in die Infobox packen und bis dann. Ciao.